Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zur Trains in World, heute mit der Rallium in der Doppeltraktion im Autotransporter. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, von wo bis wo wir fahren. Wir können uns mal gucken, was für Autos wir geladen haben. Wir fahren Audis. Wir sagen, das ist Audi. Ja, das müsste Audi sein. Oder könnte auch Opel sein? Ne, ich bleib bei Audi. Von den Felgen her würde ich sagen, das ist Audi. Und von dem Licht her auch. Kann auch Opel sein, ich weiß es nicht, ist ja auch egal. So, in der schönen Doppeltraktion wollen wir mal losfahren. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich weiß also auch gar nicht, was jetzt hier schon alles an ist. So. Neutral. Hier kriegt man den Scheibenwischer an. Mach die Tür zu. Öffnen. Tür zu. Sehr schön. Stellen Sie den Hauptschalter auf voraus und die Zugmotor auf volle Leistung. Volle Leistung. Okay. Bewegen Sie die Zugmotor auf Position 1B. Habe ich. Lösen. Mal wahrscheinlich nur so 30%. So, wie macht man den Scheibenwischer an? Ich habe da mal gerade die die Zugbremse gelöst hier. Lösen. Haben wir jetzt schon wieder vergessen. So, jetzt aber, oder? Aha. Jetzt kommen wir. 30%. Jetzt muss ich nur rausfinden, wie man den Scheibenwischer anmacht. Oh. Ich habe den Stromabnehmer gesenkt. Oh. Eben. Schließen. Vorwärts. Gib Gas. Muss mal kurz hier einmal in die Einstellung gucken. Was jetzt hier der Scheibenwischer ist. Glocke. Master, Motorsteuerung, Notbremse, Parkbremse, Richtung Sand, Scheibenwischer, ist V. Alles klar. V. Aha! Und Falter sind nach oben und V ist für langsam, ne? Unregelmäßig. Ein bisschen reduzieren. Ich darf nämlich hier nur dafür nicht so schnell fahren. 70 erst ab hier vorne. Kann man nicht durchbeschleunigen. Unser Autotransporter scheint ganz schön lang zu sein. Siefer gedrückt. Ich habe doch noch gar kein Licht angemacht, oder? Wieso darf ich denn nicht schneller fahren? Ich bin viel zu schnell. Oh oh. Ein bisschen langsamer machen hier. Ich darf nur 40. Jetzt darf ich schneller. Lol. Darf ich denn? Achso, wahrscheinlich, weil der Schwanz dann auch über der Weiche hing oder wie? Über dem Signal. Na gut, dann geben wir mal wieder Gas. Er macht's aber nicht. Ich habe Hebel auf dem Tisch und wir werden immer langsamer. Wie kann das sein? Das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht.
Jetzt. Geh mal wieder Gas. So. Wie muss man auch hier noch Licht ankriegen, oder? Sonnenblende. Darf auch wieder nicht zu schnell werden. Ich dürfe maximal 70 fahren. Da, so, hier haben wir grünes Signal. Sehr schön. Ein bisschen schneller geht noch. Ja. So fahren wir jetzt bis nach Aschaffenburg. 1,14 Kilometer noch bis nach Aschaffenburg. Können wir noch richtig Dampf machen hier. 120 Stundenkilometer dürfen wir gehen. Sieht das nicht cool aus? Ah, haha. Oh, ganz schön lang der Zug, du. Nicht schlecht. Wir beschleunigen doch richtig schnell, der Zug. Schneller als 120 dürfen wir nicht. Da wollen wir mal ein bisschen bremsen hier. Bisschen schnell. Gibt schon kein Gas, aber es scheint wohl bergab zu gehen. Ja, ein bisschen bremsen hier. Dann auch wieder langsamer. 130 da vorne. Oh, genau 120. Das ist cool. Nochmal in Außenansicht. Da brettern wir dahin. Ah! Ich finde das geil. Schön. Grün, 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 grün. Alles grün. In 2,6 Kilometer dürfen wir sogar 130 fahren. Dazu kommen sie, ist gelöst. Wir können weiter rollen. Leistungshebel mal auf minimal. So. Um die 50, 60 FPS. So, das heißt grün, gelb. Ich weiß halt nicht, was diese Signale bedeuten, ne? Ist halt schlecht. Doch, das ist rot in 1,3 Kilometern. Dann sollte ich doch vielleicht mal anfangen zu bremsen, oder? Ich würde jetzt sagen, das ist ein rotes Signal für mich. Jetzt ist es grün. Hoffentlich brette ich da jetzt nicht drüber. Ich habe keine Ahnung. Also ich würde jetzt sagen, es ist grün. Ja, es ist grün, aber das ist ein anderes. Ja, es ist grün. Beat! Und wird jetzt wieder langsamer. Mal aus und dann wieder nach vorne. Lösen. Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Warum gibt der denn jetzt kein Gas? Ich habe doch jetzt den Hebel auf dem Tisch liegen. Warum fährt er jetzt nicht? Weil da irgendwie noch was... Da unten steht immer noch eine 3. Aber die Amperezahl geht einfach nicht nach oben. Wir rollen hier einfach gerade nur aus. Stromabnehmer sind oben. Ja. Sind alle gelöst. Aber er fährt nicht.
Zug kriegt keinen. Beschleunigt nicht. Warum nicht? Wo ist das? Was habe ich falsch gemacht? Wo ist mein Fehler? Kann ich die Sonnenblende einstellen? Das ist ja unwichtig. Zug, warum hältst du an? Was mache ich falsch? Bremsen sind doch gelöst. Warum? Jetzt. Jetzt gibt er wieder Gas. Das habe ich jetzt noch nicht ganz durchblickt. Das ist quasi der Tempomat. Mal ausprobieren, ob das der Tempomat ist. Ihr denkt wahrscheinlich auch, Mann, bin ich blöd, aber... Moin, Kollege. Aber wie gesagt, ich mache das zum ersten Mal. Ich muss mich hier auch erst reinfuchsen. So, hält er jetzt über 130 gleich an. Wir machen den Tempomat mal auf 120. Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. 120. Nein, er fährt einfach weiter. Gut. So, wir fahren 126. Keine Ahnung, was das für ein Hebel ist. AFB, keine Ahnung. Wird mir wahrscheinlich irgendwann nochmal erklärt. Vielleicht kann ich sogar 140 fahren. 140 mit so schnell, oder? Nehmen wir Speed. Im Moment funktioniert es auch wieder. Also 100. Du fährst doch nicht mit dem Güterzug 160 Stundenkilometer, oder? Hier Großbahner, du guckst doch bestimmt zu. Fährt man 160 Stundenkilometer mit dem Güterzug? Also über Transport FIFA fährst du maximal 120. Aber ich weiß natürlich nicht, was für ein Maßstab jetzt das bei Transportfieber ist. So, da bin ich wieder. Ich musste noch mal kurz weg, tut mir leid. Kleiner Cut. So, so die Geschwindigkeit noch mal checken. Der Großbahner. Wenn du das siehst hier, dann sag mal, ob man mit dem. Dann sag doch mal bitte, ob man 160 Stundenkilometer fährt. Ich fahre jetzt nicht so schnell, weil 1 Kilometer muss ich schon wieder auf 100 sein. Deswegen sollte ich vielleicht mal langsam die Zugbremse anziehen. Ein bisschen zumindest. 500 Meter. Wollen wir die Zugbremse mal ein bisschen weiter anziehen? Müssen wir noch ein bisschen weiter an. Noch ein bisschen weiter. Ah, wir haben zum Glück noch 200 Meter. Jo, ein bisschen schnell gewesen. Und der schiebt natürlich ganz gut, der Zug. So, jetzt gibt der aber schon wieder kein Gas. Warum gibt der Zug kein Gas? Versteh's nicht. Guck, wie schnell der jetzt runterbremst. Macht der das jetzt gerade automatisch? Ob wir 160 fahren dürfen? Nee. Den Hebel auf den Tisch legen und er gibt kein Gas. Ja, immerhin noch viel zu schnell, doch. Aha. Jetzt kann ich auch wieder Gas geben.
Also der Computer übernimmt hier wohl doch noch so ein bisschen. So, und in 600 Meter muss ich anhalten. Da bin ich, glaube ich, schon da. Oh. Ja, seht es mir bitte nach, meine Freunde, dass das jetzt hier alles noch nicht perfekt läuft. Weil ich da einfach nicht hier auch erst reinfuchsen muss in dieses Spiel. Aber es ist einfach wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. So, da muss ich bestimmt stehen bleiben. Da ist rot. Setzen wir die Zugbremse mal so ein bisschen an. Cool, hier mit den schönen Güterwaggons. Lösen. Zugbremse ist gelöst. Ich habe noch ein bisschen zu viel zu fahren. Aber jetzt gibt es ja schon wieder kein Gas. Verstehe es nicht. Er hat die Zugbremsen immer noch gesetzt. Jetzt stehen wir. Zu früh. 100 Meter zu früh. Und ich gebe Vollgas. Ich weiß nicht, was ich... Zugbremse ist gelöst. Leistungshebel liegt auf Maximum. Und er fährt nicht. Warum steht da übrigens 8? Was bedeutet diese 8 da in der Mitte? Ach, die elektrische Bremse war noch angezogen, oder was? Warum war denn die elektrische Bremse angezogen? Ach, weil ich die mit... Aha. Vielleicht liegt es daran. Na gut, das hat mir natürlich jetzt Zeit gekostet. Da muss ich mal drauf achten. Weil der sagt mir, ich soll immer andere Tasten benutzen. Aha, das ist die elektrische Bremse lösen. Und da mache ich das mit Punkt und Komma. Aber mit Ä mache ich beide. Aha. Lösen. Lösen. Sind wieder beide gelöst. Bin wieder zurück. Ihr denkt wahrscheinlich auch, ich bin komplett bekloppt. So. Jetzt kann ich dann auch wieder anfahren. Okay. Muss jetzt noch bis hier vorne. Wahrscheinlich denken die auch schon alle, Mann, ich bin viel zu spät. So, aus. Und bremsen. So. Zielvorgabe erfüllt. Hauptschalter ist aus, Leistungshebel ist aus. Parkbremse drücken. So, steigen Sie aus, um die Arbeit zu beenden. Können wir uns nochmal den Zug angucken. Aber die Maschine läuft doch noch. Aber gut. Er sollte ich wohl nicht machen. Mal die Tür zu. Gut, dass ja gerade kein Zug kommt. Oh, ich habe schön vom Signal gehalten. Können wir nochmal einen Screenshot machen. Leider ist jetzt hier dieses HUD an. Ich weiß nicht, wie das HUD ausgeht. Und dann gehen wir zu unserem Baucontainer und beenden unsere Arbeit. Zack. Gesamtpunktzahlen, wie viel haben wir gekriegt? 5650, ist das jetzt viel oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist alles noch so ein bisschen chaotisch. Ich hoffe, das wird in den nächsten Folgen besser. Ich hoffe, ihr habt Nachsicht und ja, gebt mir ein paar Tipps, was ich eventuell besser machen kann. Jetzt erwartet bitte nicht und auch in euren Kommentaren nicht, hier mich irgendwie groß belehren zu wollen und mit einem gewissen Unterton. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Das ist mein Spaß, mein Hobby und ja, wenn ich merke an den Kommentaren, dass ich hier irgendwas nicht richtig mache und ihr dann gleich
sagen wir jetzt mal vorsichtig gesagt, beleidigend werdet oder so, dann höre ich einfach auf mit dem Programm. Dann spiele ich für mich alleine und dann war's das. Weil da habe ich keine Lust zu. So, ich bin klar, bin ich kritikfähig, aber solange es im Rahmen bleibt, ist alles in Ordnung. Solange es, wenn es ausfallend wird, dann war's das. Alles klar, bis dahin, haut rein, ciao!